Wir werden unsere Bibeln von der oben merken in Epheser Kapitel 6. Für die Predigt. Und das Thema, was wir uns betrachten werden, das geht um die Waffenrüstung. Und um das Thema gedacht und Waffenrüstung, dann darf ich für Einladung Sie danken, vielleicht mal einmal zu sagen, die sollen nicht mehr feststellen. Was nutzt ein Soldat dort, wenn die all den ganzen Trainamenten, die ich gemerkt habe, was ein Soldat mit der ich meine? Ich stelle mir vor, die Hand, die Leute, die das YouTube oder wegen Namen, dass irgendwie einfach mal ein Videoclip gesehen, wo Soldaten trainen, dann, wo die sich gerade mehr andauern. Wir haben gesehen, was der Waffen von der Schmerz sind. Wir alle haben mal eine Soldat gesehen. Was nutzt den Soldaten, wenn all das Trainamento da ich habe, der hat seine Kleider, der hat seine Reifel hängen am Rehen und alles, aber der hat nicht eine blinkende Idee von wer sein Feind ist. Der weiß nicht, wer sein Feind ist. Der weiß nicht, von wo wird mich angetrieben, wo habe ich zu begegnen. Das würde sagen, das ist ziemlich sinnlos. Weil ich finde, dass so, dass diese Gefahr und diese Tendenz eine jährliche Hinsicht haben, dass das ist. Dass wir uns mal einmal nicht damit beschäftigen, wer Satan ist, wo gräbt er uns an, und was sind die Versuchungen, wo schafft er, dort Rick Gottes Versiegen zu vernichten. Ich denke, das gilt, wenn wir uns da einmal über Gedanken merken. Und ich muss auch kurz zum Anfang sagen, dass wenn wir das Thema nicht anfangen, dann diese Waffenrüstung, das wird mehr aus einer Predigt geben, das wird eine Serie geben, ich weiß nicht mehr, wie auf der Treue oder Feierfläche mit einmal. Wir wollen von der bloß ein Port von dort betrachten, und das Port, was wir von der betrachten wollen, von dieser Waffenrüstung, als besonders dort Port, wo wir sein wollen, wo Satan schaffen wird, wo Satan uns angerieten wird. Wir werden kurz einmal den Tags lesen, den die Architekt wollen übertrachten. Das sind die Versen von 10, Bot, durch den 20. Vers durch. Epheser saß von 10, Bot, durch 20. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Evangelium, mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Geht jetzt einmal der ganze Tag, und wir wollen von Deo wahrscheinlich bloß die erste zwei Phasen betrachten. Tien in Auf. In wie sollen den Epheserbrief ewig gekickt, das ist das letzte Kapitel. Von diesem Epheserbrief, das ist das letzte Eng. Und dann ist das Eng nach Anfang, das Fahrrad ans Rüd, um ein klein bisschen Träte kicken, wie sollen wir, wo holen wir uns ab? Die erste wird von verstehen sein, im Übrigen, wäre der Lutherbibelhafte, glaube ich, sei Schrift, du zuletzt. Zuletzt. Und was dann vor dem je war, da fehlt uns ein klein bisschen zu weiten, was vor dem je war, wenn es das nur noch das letzte ist, was Paulus nur noch in der Gemeinde sein will, weil das letzte ist ja bloß doch die Schluss wird und ein Grüß, was er mitgeben hat. Aber eigentlich, was der Lehr an jetzt ist, das letzte, was er in diesem Brief geschrieben hat, zu letzt, wo wir vor dem.
Well, ich war immer ein paar Wörter sagen zu der Gemeindegründung hier so und der Epheser. Und dann noch ein bisschen überblicken, über den Epheserbrief. Und dann werden wir auffangen, diese Waffenrüstung, diese Tierenfarsch, Wut für Wut, da ist der Grund, und zu gucken, was lehrt uns das und was haben wir das Unwahren in unserer jährlichen Hinsicht haben. Unsere Jugend, mit der haben wir das Jugend schon einmal so Wut für Wut da ist genommen, als der längere T3, ich habe das erst für Jugend nicht so viel erzählt, und wenn es ziemlich wiederholen ist, dann hoffe ich, dass wir das noch einmal Wut in sicher merken, in der jährlichen Hinsicht haben zu kämpfen. Und einmal ist es auch, wenn wir hier kicken, das ist unbekehrte Menschen geschrieben und wahre geborene Menschen geschrieben. Ganz klar. Und ich würde aber gleich sagen, wenn hier jemand bin, der die wahre geborene nicht klar hat, dass des Tages, die das dann wiesen und klar merken, dass die endlich mit klar kriegst, ja oder nein, sie hat Interesse oder sie hat nicht Interesse, wenn die nicht einer bist, dass die dann wohl die Entscheidung trafen. Ich habe das Zeugnis davon, von der Jugendstunde wieder durchnehmen, dass jemand, der ich das klar krieg, dass sie nicht bekehrten war, weil mir fehlt wird. Und ich wünsche bloß, dass wenn das nicht voll wird, wenn wir diese Predigten, dass das durchgehen oder durch dem, was ich mache, an die schaffen. Ab so steht Unbekehrte geschrieben. Ist. Woher ist das Unbekehrte geschrieben? Tick mal, wo Paulus diese Gemeinde begrüßen hat, 1-1, Epheser 1-1. Paulus stellt sich quer als Apostel Jesu Christi. Und dann sagt ihr, wem er schrieben hat, und der Helge und der Gläubige an Christus, der in Ephesus sind. So Epheser hat viele Menschen, die nicht bekehrt werden. Aber er schreibt, und der Helge und der Gläubige an Ephesus. Und dann, wenn wir das erste Kapitel das dort durchlesen, dann merkt man ganz klar, dass Paulus hier wirklich unbekehrt geschrieben hat. Er schreibt, und die, die erwählt sind an Christus, und die, die vorherbestimmt sind an Christus, Vers 5, und die Erlösung haben an Christus, Vers 7, und die den Aufgott haben am Himmel, Vers 10, und die geraten sind durch das Evangelium, Vers 13, und die den Heiligen Geist haben, Vers 13, und die das Untuling haben, und das Aufgott und die Erlösung, Vers 14, und dann 2,1, und die mal dort werden am jährlichen Sinn und nie überleben. Merkt ihr, ganz klar, das Brief ist an gerade geschrieben. Und wo entstünd das? Diese Gemeindegründung. Wo entstünd das? Dann macht wir drei Blätter Apostelgeschichte, Kapitel 18. Das wird diese Gemeinde entstünd. Apostelgeschichte, Kapitel 18. Am Anfang, du merkst, wie das Paulus bei den Korinther wird, ab seiner zweiten Missionsreise. Wird Paulus bei der korinthischen Gemeinde in aus der Tempel in Jerusalem werden fast. Und er will unbedingt ab dem Fast sein in Jerusalem. Er schlägt sich in die zweite Missionsreise auf und er sagt, ich reise nicht drei in die Hüsten. Er wird busig. Und als er drei in die Hüsten reist, dann reise er kriegt durch diese Stadt durch, durch Ephesus. Du reist hier durch. Und als er durch die Epheser Stadt durchreist, dann habe ich hier aber kalt noch Kontakt mit so einem Juden, mit so einem Gläubigen, in diesen Menschen, dort heute noch länger durchbleiben. Paulus sagt hier so, in 18, Vers 21, das sagt, sondern nahm Abschied, er läuft nicht durch, nahm Aufschied von ihnen und sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Okay, ich lasse mich nicht hierbleiben. Und ja, alle Umstände, ich gut dorthin. Aber was wird passiert? Er hat ein paar Lied, hat er hier gelassen in dieser Stadt. Ich will an Priscilla, wenn wir Vers 19 lesen, Apostelgeschichte 18, 19. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Und wenn wir kicken, wem Leute die drei noch ein Vers 3, Vers 18, so wie in der Quelle an Priscilla. Das Ehepaar. Das wird ein paar Lied, das Paulus begleiten, dort hat sie eine Missionsreise, denn Paulus besonders um ihr Städten, sie nehmen Paulus auch ab in sein Haus. Wir haben in der Schule heute, wo alle von jemand abnehmen. Dieses Lied wird sie, was Paulus abgenommen haben. Und nun, dass Paulus wieder reist, reisen sie mit Paulus zurück. Mit. Und Paulus sagt einmal zu ihr, dieses Lied, die blieb hier. Einmal, wo ihr alle anstehen, einmal drin in Jerusalem, aber die blieb hier, in Ephesus. Und wenn wir dann kurz bloß das nächste Engste von Kapitel 18 lesen, so über was sich zugedreht hat, Ende der Stadt, kriegt dieses Lied hier so. So fing an, wieder mit das Evangelium zu schaffen. Menschen, die Frauen haben über das Evangelium, sie geben die Erklärung. Ab Swarscher Quelle und Priscilla können Predigerlied werden, oder Apostel werden, die einen großen Einfluss haben. Aber wie morgen das eine Part von ihr? Sie werden diese Stelle Lieder im Hintergrund blieben, aber sie haben ein klares Zeugnis. Und durch den Deutsch von der Quelle und Priscilla,
entstünd hier seine Gemeinde. Hier funktet on Tekin, hier funktet on Evangelikum, Ende der Stadt, an Ephesus. Nana Paulus seine dritte Missionsreise. Paulus fährt eine höchste Schlitz seine zweite Missionsreise auf. In der Gemeinde, die am Rüt schickt, von Antiochien, die schickt am noch zum dritten Mal rüt. Jetzt noch einmal war er drei. Und dann kommt er auf seine dritte Missionsreise hier so bei dieser Stadt an. Drei nur Ephesus, woher Aquila und Priscilla geluten hat. Und in dieser Zeit, wo hier, diese Monaten, wo hier nicht vergangen werden, werden hier eine Gruppe von Gläubigen. Und Paulus schafft hier noch einmal, dass sie war ich dann wieder von Evangelisieren. Paulus wird es dringender Apostel, der, wenn die predigen, die werden große Herden, die sich bekehren, dann sollen wir da auch das ganze 19. Kapitel in Ephesus, in Apostelgeschichte, dass hier in Ephesus sich viele, viele Menschen bekehren. Ephesus wird eine ganz, ganz aufgeartige Stadt. Viel Aufgearterie wird hier getrieben worden, und viel Bete und Schriften und Philosophie wird hier wird, was man hier so hat, was hier gelesen wird. Und dass Paulus hier so über seine drei Jahre geschafft hat, Kapitel 20, Vers 31, du lese, dass Paulus hier an dieser Stadt drei Jahre seinen Dienst gehabt hat. 20, Vers 31, du nimmst hier Aufschreit, du redest hier wieder, aber dann sagt er, ich sehe hier drei Jahre beginnt gewesen. Und in diesen drei Jahren wird hier eine Gemeinde entstehen, viele haben sich bekehrt. Er hat sich aufgedreht von dieser Aufgearterie, die wir in dieser, das ganze Leben, was wir in dieser Stadt. Apostelgeschichte 19, Vers 19, als uns einmal zusammen eingeheft, wo viel Bücher sie verbrennen deuten, was sie haben von ihren falschen Lehren und Aufgearterie und so weiter. Und das sind 50.000 selber Länge, die am direkt in unserer von der ersten Zeit, dann deuten diese, in dieser Stadt werden hier für von 20 bis 25 Millionen Peso, wird diese Bücher verbrennt, was alles plus Aufgearterie wird. Okay, das ist der Hintergrund von dieser Stadt. Halb am Ding. Wir wollen die Waffenrüstung betrachten. Wir denken daran, dass die Waffenrüstung als ein Ding, was wir uns mal antragen, um jenen Satan zu kämpfen, in das Schiff Paulus ohne Gemeinde, wo das gelebt hat. Und es das ungegräben wird, in dieser Stadt, dass die christliche Lehre an dieser Stadt nennt, und dass diese Satan, sie in Rick hier so ungegräben wird, diese falsche Lehre, dann wird an dieser Stadt auch immer ein ganz großer Abrühr. An den Theaterplatz werden düsende Menschen, die Typ kommen, für zwei Stunden einschreien. Sie wollen großes Diana der Erfäser. Sie wollen ihren Aufgott wollen sie verteidigen. Sie werden doll durch das Christentum und ungegräben haben. Wer für uns sagt dort, weil wir das eine, der mit Goldschaufen, der diese Aufgabe-Bilder merken, die verkaufen, die sind geschafft, wird ungegräben, kann ich mehr Geld verdienen. Und dann raubt er den Menschen mal Typen versucht, das Ganze so zu brechen. Das ist einmal ein bisschen der Hintergrund von den Epheser. Aber die werden bekehrt in Wahrheit geboren, und als Paulus diese Gemeinde verloren hat, fingen wir dort, dass die Gemeinde immer noch trubelhaft, Schwierigkeiten. Als Paulus diese Gemeinde verloren hat, dann Leute Timotheus, du so. Timotheus bleibt hier so nicht wieder aus Eustahl in dieser Gemeinde, als Paulus die Gemeinde verloren hat. Und dann ist Paulus in Briefschrift, den ersten Brief, was er an Timotheus geschrieben hat, da fing wie noch einmal, welche Troubles, die hier immer noch sind. Nur drei Jahre, was Paulus hier gepredigt und gelehrt hat, in Grund gelacht hat, von Gott sein Wort, sind immer noch Troubles. Man, wenn Timotheus lesen, fing wir dort, dass du Irrlehrer werden. Und diese Irrlehrer wurden an Timotheus mit Numes benannt, Hymenäus und Alexander, ist Timotheus ein Verstreu, in 20 wurden diese Numes abgenannt. Ihre Lehren wurden abgenannt, sie grieben die Gemeinde an mit Geschlechtsregister in Lehren von der Rahrung ab Worten zu bühen, nicht befrieren, was sie sollen eten, nicht eten und so weiter. All das ganze Dreh, so hinkommt an diese Gemeinde, an diese Stadt. Und wenn wir da nicht noch ein klein bisschen verabchecken, bei einer Offenbarung, da ich ja wieder. Du wird diese Gemeinde nochmals erwähnt in der Offenbarung Kapitel 2. Du ist der Apostel Johannes, der die Offenbarung kriegt von Gott, von Jesus. Und Jesus sagt einmal, schrieb dir den Ältesten und diese Gemeinde. Ich habe die erste Leute verloren. Der Buße war nicht. Ich war die betrogen. Ich war die vernichten. Und wenn wir die Geschichte wieder so bekicken, dass tatsächlich was passiert ist, diese Gemeinde, bloß wenn die Jahre nur dem, der wird ganz vernichtet, als du, der wirst du nicht mehr. Klein bisschen Hintergrund zu dieser Gemeinde hier so. Nun werden wir uns noch ein klein bisschen Gedanken machen über den Epheserbrief, für wie diese Phasen die Wut für Wut durchgehen. Epheserbrief ist hauptsächlich in zwei Blag eingedeutet. In zwei Doll. Kapitel 1, 2 und 3. Kapitel 4, 5 und 6. Kapitel 1, 2 und 3 in Epheser behandelt die Segnungen, die die gläubigen Menschen an Christus haben,
Zum Beispiel finden wir in dit Eng der Erwählung an Christus, der Erlösung an Christus, ans Aufgut an Christus, der Haupt, im jässlichen Sinn, wo uns fehlt, der Haupt an Christus, nie Leben an Christus, der Einheit, der Vereinigung einer Gemeinde an Christus, und welche wieder wie bekehrten waren, wir wollen wie verstehen, von wo wir reden. Wir wollten dort eine Gemeinde, Gläubige, wenn die an Christus sind, die sich bekehrten waren, wir wollen die Taub kommen, dort tragen sie Taub. Wir erfreuen uns von dieser Gemeinschaft. Das sind all die Dinge, die der erste Block von Epheser behandelt hat. Der zweite Block von Epheser behandelt alle die Verantwortungen. So, du wurden dann Dinge abgenannt, so aus der Ermahnung, eines Sinnes zu sein, eine Gemeinde. So, wir sehen, ihr schon die Gemeinde wird ungerieben. Hier wird immer noch die falsche Lehre, was es wie der Mann. Und hier wird die Gemeinde ungerieben, eines Sinnes zu sein. Sieht stark, hält auf. Die Verwaltung von den Gaben, Kapitel 4. Und dann die Wandel in Leu, Wandel in Licht, Wandel in Weisheit, Nichterheit. Und Ermahnung, voll zu sein, voll yes. Hier wurden Ferdism in dem 2. Kapitel, im 5. Kapitel, fangt ihr doch an, wo die Maßstäbe euer sind für die Ehemänner. Die Ehemänner, wo soll die Jüne frühes läuft? Die Jüne frühes ist gesagt, wo die Jüne Männer euer tun sollen sein. Die Eltern ist gesagt, wo die Jüne Kinder sollen abtragen. Die Kinder, die Jüne ist gesagt, wo die Jüne Eltern sollen gehorsam sein. Die Arbeitsgeber, die Jüne Wirt ist gesagt, wo die Jüne Arbeiter behandeln sollen, und die Arbeiter ist gesagt, weil die Jüne wird sollen, die horchen und so weiter. All das ist einmal der Vergrund von diesen Tags, okay? Wogegen lese ich hier so, dass Paulus mal einmal noch schrieb, zuletzt, meine Brüder. Im Übrigen, meine Brüder. Das wird fertig, was. Wogegen, das ist das christliche Leben, dort ist die Sehnung an Christus, aber du hast auch die Verantwortung an Christus. Wir haben was zu tun in alle Bereiche in unserem Leben. Und wogegen, es ist dort der letzte wichtig, dass du weißt, dass es wichtig ist, dass du dir die ganze Waffenrüstung Gottes wirst antragen. Lass uns nun Vers 10 wieder bekicken. Okay, im Übrigen, meine Brüder, dort haben wir nicht klar, wie verstehen, was das meint. Das geht hauptsächlich an Bekehrte, an wahre Geborene. Und wir haben den Vergrund gesagt. Nun lese Vers 10 und Klein Engst wieder. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark an Gott, an seine Macht und an seine Kraft. Und die werden wir dort betonen, denn er mag bei jeder Wort kriegen Gewicht. Seid stark. Was sagt denn das Wort? Seid stark, einmal das griechische Wort, das du in Dynamo, was eins eigentlich einmal sagen hat, gewandt Krof. Das sagt ihnen dort alle einmal, dass für all diese Kämpfe, die wir begegnen da und in unserem christlichen Leben, da wirst du nicht allein kämpfen. Hol deine Krof, gewandt Krof. Aber von wo? Gewandt diese Krof an dem Herrn. Und wenn wir den Kontext von den ganzen Epheserbräuchen zu holen da und an dem Herrn Krof zu kriegen, da hast du eine Voraussetzung, eine Bedingung, die du fertig mal passiert und fertig diese Krof wirst kriegen. Und was bedeutet an dem Herrn zu sein? Wenn wir drei Wörter blättern noch einmal, nur Kapitel 1. An Christus auserwählt, an Christus vorherbestimmt, an Christus gerad, an Christus versöhnt, an Christus gerad. Wenn wir all diese Wörter bekicken, dann bleibt uns ganz, ganz klar, was das bedeutet, an dem Herrn zu sein. An dem Herrn zu sein bedeutet, bekehrt in wahrer Geburt zu sein. Wenn wir nicht bekehrt in wahrer Geburt sind, wir wollen uns über diese Waffenrüstung antragen, wir wollen die Ästlichen sein kämpfen, du wirst nicht schaffen. Du wirst stark sein und du wirst die Versuchungen von den Sinn gewähren. Du wirst nicht sinnvoll. Dann ist das, sag ich des Tages immer, gewähren deine Kraft an dem Herrn. Wenn du nicht an dem Herrn bist, wo wirst du die Kraft von dir kriegen? Das ist hier nicht möglich. Weil ich von Gott konnte diese Kraft kriegen, dann mache ich einmal ein Arm Band sein. Und dann der Wieder wird Macht und Stärke hier in der Eng, den müssen wir erklären und betonen, wo das ist. Wo wir diese Kraft nicht kriegen können. Das wird geben uns einmal die Erklärung. Macht, das griechische Wort hier fährt als Kratos, war ähnlich das erklärt als eine beherrschende Autorität.
Wehrhaft diese Autorität über Satan, über den Sinn, über die finstere Macht, der uns Christen unterliegen wird. Ohne Zweifel. Jesus haft dem Satan die Macht genommen. Jesus haft die Autorität. Er haft ihm die Macht wahrgenommen. Deswegen sagt erst der Mahnung an diesem Vers, wenn du wirst gewinnen, du wirst je in diesen Kampf gehen, dann wirst du euch an Christus in an seine Autorität, an seine Macht, an seine Kraft, Stärke, das ist ähnlich über Satan unser wird, wie wir sagen, Kraft, an Christus seine Autorität, an Christus seine Kraft, gewinnst du diese finstere Macht. Und wird wenn wir nun den nächsten Vers betrachten, Vers auf, dann wird uns deutlich, wo wir uns viel besser deutlich merken können, wo wir in dieser Ermahnung hier so ist. Wir müssen wieder gehen, anders wollen wir das erste Ding vielleicht nicht mehr wirklich verstehen. Wo uns diese Ermahnung wirklich gibt, das will es. Du bist direkt hier schon, ein Bild, wo ich in Mulder eine Anleitung sehe. Wenn wir nicht wollten, mit wem wir zu tun haben, mit Wort von Feind wir zu tun haben, dann wird uns auch nicht bewusst, wo wenig es so wichtig ist, dass wir mit dieser Kraft schaffen sollen. Dass wir diese Waffenrüstung sollen haben. Wir müssen bekannt werden damit, wer gräbt uns ohne, wo gräbt er uns ohne. Wenn wir uns dort einmal bewusst wird, wo wir als Kinder Gottes ohne gräben wollen, dann können wir auch viel besser verstehen, wo wir hier gesagt haben, wo stark an Gott, und in dem Sinne Macht, in dem Sinne Autorität, und mit dem Sinne Kraft, gut, je diese Böse macht. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und tragt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und hier sind wir, wie war er ähnlich, um das Verstehen zu kennen, das Gewicht zu sein, von dem es wird. Jeder wird ähnlich ein Port einzeln betrachten. Das erste wird und tragen. Wir haben eine Waffenrüstung. Das bedeutet, und du sollst dir untragen. Wenn wir von untragen reden, in unserer Zeit, wir denken da bloß an unsere Kleidung untragen. Ja? Und du sollst dir die Waffenrüstung Gottes untragen. Das vermittelt ähnlich den Gedanken von, dass du sollst das beständig anhaben. Deine Kleidung, die du dir am Smart untragen lässt, da hast du einfach die Ehen gemerkt, dass die maglich und die wirst die sehr anheimlich fallen, wenn du dir nicht anhast. Du würdest dir nicht ohne, dass du wirst, die mit zehn Menschen zu tun haben. Und die Waffenrüstung Gottes, wenn du dir nicht ohne hast, da wirst du auch nicht allein kommen, mit denen, die unter ihm tun. Das ist eigentlich der Gedanke hier, du sollst dir untragen, das soll ein Port sein von dir. Und wenn du dir nicht ungetragen hast, dann hast du ein Ding, was dir maglich geworden ist. Du kannst nicht undet sein. So ist die Kleider, die eine normale Kleider, von der ersten Tag, die präsentieren die einmal aus dem Mensch. Das wirst du sein, du bist jemand. Du hast die Eier tragen aus der Person. Und die geben die Schutz für Schwinerien, für Verletzungen und so weiter. Ja? Das tun die Kleider, das ist die Kleider. Aber die Waffenrüstung Gottes, die wollen die präsentieren aus dem Christ. Wenn du die Waffenrüstung Gottes was antragen, mit dort was du wesen, ein Christ, ein Kind Gottes. In diese Waffenrüstung Gottes, die wird dir den Schutz geben, je in den Schmutzen, je in den Verletzungen, am jässlichen Sinn, je in den Sinn, der die untrieben will. Deswegen tragt die an. Aber das nächste Wort, was die Betonung kriegen wird, das ist ganz. Die ganze Waffenrüstung. Die kostet dir nicht bloß bitter, wie es antragen. Well, die kostet vielleicht. Aber dann sieh heute ab, dass du wirst verletzt worden. Die kostet nicht bloß ein Port von den Antragen. In der Waffenrüstung, was wir hier wieder falsch ist, dort bekicken, dann war das dort. Das ist der Kasko, auf den Kopf. Okay. Der Brustpanzer. Chaleco Antibalas würde von der ersten Tag sein. Dann haben wir das Belt hier so ran. Und auch noch Belt. Da haben wir das Schwert, heute soll du den Schwertbein hängen. Und dann haben sie in Arm, da hat er das Schild mit seinen Lara-Ringen, räumst du ran, um das Schild da anbringen. Und an seine Feit hat er seine Stäubeln. Und dann macht er sich ganz untragen. Er kann das nicht bieten, wie es untragen. Stellt ihn bloß mal fair. Das Kirche führt Wort in Jahren Tiet. Und ein Soldat hat sich diese Waffenrüstung bloß bieten, wie es untragen. Ich muss ein paar Dinge von dort mitnehmen.
Ich denke, das gilt, dass wir uns mit ein bisschen nennen, wo vierten Monat Jahre die Tiere. Weil wir kennen die Bibel im Alten Testament, wir können das alle nur lesen, wenn wir das nur lesen, wie wir das im Klima mit den nennen tun. Wir können sein, wie gefährlich das wird sein für einen Soldat, wenn der wird sagen, ich will das eine oder andere Ding mir untragen, wenn wir das nicht ganz untragen. Deswegen hier ist die Betonung, die muss sich das ganz untragen. Wenn man sich vierten Monat Jahre die Tiere, das werden hunderte, tausende Soldaten. Was Millionen Soldaten sogar eins mal. Wo bloß einfach eine Gruppe, die eine andere Gruppe, die braucht bloß taub, und mit Spießen schwert, die Hasserin fängt über zu in wem so oben, tja, nicht mehr. Okay? So fährt man die rechte Jahre Zeit. Nicht all die Fähre, du hast einen Daumen gehabt, der hast du in der Schautüste gelohnt. Der Welt hier so ab diese Steine, die Bäume gründet, der will kämpfen, man, diese ganze Herde, man, diese Tümmel, der will hier so gehen in Sud und kämpfen, der hat seine Schautüße los. Mit dem die Ästlichen sagen, ich glaube, ihr immer gehabt hat uns das, dass die Söhne sagen, die ihre Schautüße los, und die Ästlichen sagen, wie wurde denn die Schau? Kick mal Vers 15. Und an die Füße gestiefelt, dann wurde denn die Schau? Mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Wir sollen treu sein, für das Evangelium zu zeugen. Wo viele von der ersten Tag, die sich aus Christen nahmen, die sagen, ich habe Waffenrüstung an. Ich sehe bei Gemeinden, weil die gehirschte Quark, die gehirschte Gemeinde, die gehirschte diese Armee, die Gemeinde, das ist die Gruppe, die jenen in Sutton kämpft. Wir kämpfen jenen, wir sind eine Armee, wir kämpfen im jeslichen Sinn. Und ich wollte, wir haben viele von unseren Soldaten, die haben nicht schon. Der rahmen sich auf diese Steine hier gründet, ohne diesen Boaf. Die sagen, ich muss Slippers an. Wenn es von der Rüte gefahren hat, die fragt hat, wo kann man sich bekehren? Der weiß nicht, was er sagen soll. Ich habe selbst belebt, die Dinge sind nur ihre Eltern gegangen, haben ihre Eltern gesagt, mir ist das hart schwer, ich muss mich bekehren. Vor einem Prediger, vor einem Schullehrer. Die Eltern haben nicht diese Stäubchen. Und wir sind im Kampf. Wir kämpfen gegen Satan. Noch einmal, die ganze Waffenrüstung, diese ganze Waffenrüstung, weil ihr dort, wo ihr kriegt, dann muss wir, eine Gruppe, die eine andere Gruppe, im jährlichen Sandals, nicht anders. Die böse Jäster, die sind mank uns, räumen uns, die versiegen uns, einen Sinn integrieren, uns zu verlassen. Und wenn wir nicht die ganze Waffenrüstung wollen, und haben, wieder nicht wollen beobachten und kicken, dort wie alle Bieter von der Träume uns sind, was wird dann best du eine große Gefahr? Weil ich glaube, dass wir eben so eine an unsere Armee hand, an unsere Armee, weil wir sind in unserer Gemeinde, wie so eine Hand, die Waffenrüstung überhaupt nicht ohne hat. Wenn die sind nicht bekehrt. Die haben sich taufen lassen, und sie glauben, wie die Gemeinde beschlüht. Die Gehirn der Tell, aber die sind an dem Sinn, die Hand überhaupt nicht ohne. Die haben die in diesen Fienkunden kämpfen. Und stellt ihn fair. Das ist unsere Gruppe. Die wollen die Gruppe hängen und es steht halten zu gewinnen. Auch die Schwache, die bloß sich dort wollen Bieter wie es untragen, auch die wollen die hängen. Wenn die den Schildtüß lässt, wenn die den Kaskotüß lässt, sie lässt den Schwerttüß, die wollen den Schwert nicht zerbrüllen. Weil so meistens bist du da, Jans, ja, der eure Gräben ist, der vom Fiend verlässt ist. In Deutsch, die ihre ganze Waffenrüstung anhaben, die wollen nicht mehr wirklich kämpfen, die wollen sich mal um die kämpfen und um die zu halten. Du machst die ganze Waffenrüstung Gottes antragen. Solche Worte von uns schreibt, der hat eine Wut hier bei. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wie eine Gemeinde, wenn wir wollen die in Sud und kämpfen, wie bloß ein Port von dem wollen antragen, das schafft nicht. Und wir wollen Luther danach betrachten, an uns leiten, was sind Gira, was ist Gira Ding, was ist Gira Waffe? Diese Waffenrüstung, weil wir Karl hier einmal abgenannt wurden, ist, Bild, im bildlichen Sinn, der Kasko, der Chaleco Antivalas, das Belt, das Schwert, das Schild und die Stäubchen. Und, noch einmal ein klein bisschen, noch einmal war der Dreh an unseren Hintergründen. Und wo wegen wird Paulus auf diesen Gedanken kommen, der zu schreiben? Das Paulus warnt das an, er nimmt hier ein Bild, was er im jährlichen Sinn anwandert. Das haben wir nicht dieses, was ich annehme,
das einzige, ich weiß nicht, in seinem Gemeinde ist erst das Verständnis noch besonders dort Pott wegen der Stäubeln. Man hat sich gehört, dass der Prediger, der soll Stäubeln anhaben. Wegen der Zeichen in der Bibel, der soll gestiefelt sein zur Bereitschaft, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das Prediger soll Stäubeln drehen. Weil die mehreren Leute im Däubing, die haben nicht das ganze eingelesen. Wegen das ganze Eng, wenn das zwei genommen ist, wenn das nicht jässlich genommen ist, dann soll er das Schild drehen, der soll den Kasko abhaben, der soll das Beltraum haben, der soll das Schwert anhaben und der soll Soldatenstäubeln anhaben. Das ganze soll er dann tun hier. Das ganze Part. Nicht bloß die Stäubeln. Oder erst einmal klar, dass die hat im jässlichen Sinn. Aber wo wegen? Kein Paulus auf diesen sein, weil er war vom Heiligen Jesus gelehrt und das sind inspirierte wir, das sind Gott sehen wir, die hier bei uns sind. Aber wo kommt das her? Was wir lesen, wenn wir Vers 20 lesen, da sage ich Paulus, dort heu entschieden hast, für dass ich ein Botschafter in Ketten bin. Was Paulus, wie hier, das steht am Gefängnisbein. Aus diesem Brief geschrieben. Ich sehe, ich Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Er verlate, und so sie ihn eng merkt von seiner dritten Missionsreise, er trainiert in Jerusalem, champ, du wurde ihm gefangen genommen. Und als Paulus gefangen genommen wird, da versiegen die Juden, den in Jerusalem dort zu merken. Und Paulus kämpfte in Jerusalem und in Caesarea, wo der Bett steht, das ist in der Dichthof, er ist der Oberfall der Rechter. Ich kann in Apostelgeschichte nur lesen. Und Paulus sagt, man einmal zu dieser Rechter, ich beraub mich auf den Kaiser. Niemand war immer ein klein bisschen weiten, was bedeutet, wenn Paulus sagt, ich beruf mich auf den Kaiser. Was passiert? Was dreht du so rum? Paulus, wenn er sich beruf mich auf den Kaiser, dann sagt er zu dieser Rechte, die hier in Jerusalem werden, ich will mich von den Kaiser selbst rechten lassen. Die dürfen mich nicht rechten. Weil denn dort wird er recht von jeder römischen Bürger. Rom, dort wird eine Weltmacht, die hat viele Länder an. Israel wird unter Rom. Israel wird von Rom kontrolliert. Nun wird Paulus in Israel gefangen genommen. Und Paulus sagt, dieser israelitische Rechter, der du so rechten, und ich glaube mich nicht von den Rechten, ich will nach Rom geschickt sein und von den Kaiser selbst gerecht worden. Paulus muss dann nach Rom geschickt worden. Und wenn er als Gefangener nach Rom kommt, dann muss er nun ein Gefängnis setzen und lernen, was dieser Mann, der ihn verklären hat, hing er Rom kommt, damit er recht fehlt. Okay? Nicht bloß der Gefangene, auch da wird ein Verklärung, und die mussten beide nach Rom kommen, für den Kaiser kommen, weil das Gerecht konnte durchgeführt werden. Wenn wir nun Apostelgeschichte lesen, wie studierende Geschichte sieht, dann wollen wir an, was passiert ist. Diese Juden, die Paulus in Jerusalem verklären deuten, die hatten dem Sehen, Paulus, du sie am Gefängnis, du nennt die Brecken, den du dort zu merken, und Paulus sagt, ich beruf mich auf den Kaiser, und dann mussten sie nach Rom schicken. Und diese Juden, die haben verklärt, dann sind zweimal nicht näher herangekommen. Paulus sollte an Rom im Gefängnis und er lehrt, meine Verklärer sollen herankommen, die kommen nicht heran. Und dann hat Rom das eine gesagt, dort nur zwei Jahre, wenn die im Gefängnis sitzen, dort in der Verklärer, der kommen nicht heran, nur zwei Jahre, dann läuten sie den los und wieder war er frei. Das ist ähnlich, was mit Paulus zu passieren hat. Paulus kommt das erste Mal aus dem Gefangenen in Rom, seine Verklärer kommen nicht heran und sie läuten dann zugehören los. Aber falls sie Paulus losluten, deuten. Paulus heute kriegt über dem, wenn wir Apostelgeschichte studieren, und er merkt, wie wird sich der Tod drehen. Paulus kriegt in Gaudet über manche Soldaten. Die Soldaten, die werden arm bewerten. Die haben Gaudet vertrauen an Paulus. Wegen sie merken einmal, Paulus hat nichts getan, wofür der überhaupt soll im Gefängnis sein. So wird dann Paulus dann können, und das lesen wir auch so in der Bibel, dass Paulus heute Freiheit in einem gepachteten Haus zu wohnen. Heute sage ich, dass sie entschieden, aber er wird nicht in ein Gefängnis bleiben, wo er tatsächlich Fuß wird. Hier in Tiedlis soll an dem sein, dass er wir gebungen, so wie das dort, dass er ohne Absicht wird von den römischen Soldaten. Er wird in ein gepachtet Haus. Er hat sein Haus, wo er kann bleiben sein, und du hast alle Freiheit, Gemeinde da zu tun, aber bloß in sein Haus. Du kannst Männer an besiegen. Lukas wird die ganze Zeit beiarmen. Sogar das ein ausgeklebter Sklave von diesen Philippus, der wie ausgeklebten Paulus traf den hier in Rom an seinen Hüsten, du bekitte sich in Paulus Schriften, Bräufen, schreckt den Trey. Paulus steuert hier an diesem Gefängnis immer noch Missionsdienst. Und das ist krank, wo er den, wo er Jesus nicht geforscht wird während dieser zwei Jahre. Du hast für den Epheserbräuf geschrieben, hast den Philipperbräuf geschrieben, den Kolosserbräuf, Philemon.
während er hier in dieser jüdischen Gefangenschaft war. Und wo er hier in dieser Gefangenschaft war, wie er ständig unser Werk, immer hat er einen römischen Soldat bei sich. Er sagt diesen Helm, er sagt den seine Kleidigons, und Paulus sieht dort mit einmal ähnlich, diese Dinge haben seine Anwendung am jässlichen Sinn. Und er schreibt einen Brief unter Epheser. Und das wird inspiriert werden, wie Hante von der ersten Tag in der Bibel. Und die Morten jässlich ungewandt ist das Ding. Vers 12. Nee, nicht Vers 12. Vers 11, das letzte Port. Lesen wir einmal von Vers 11 von Anfang an. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber die listigen Kunstgriffen des Teufels. Okay, wo wegen sagen wir uns die Ohren tragen? Das wird damit, das erklärt dort. Du merkst, die wollen schon standhalten gegen die listigen Kunstgriffen des Teufels. Was bedeutet standhalten hier so? Wer Luther Bibel hat, oder der 1912 wenigstens, den gibt es Beschrift bestehen. Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels, gleich sagt Luther 1912. Und das ist doch der Sinn, was du denn hier hast, damit du wirst gewähnt haben. Trag dir diese ganze Waffenrüstung Gottes an, damit du wirst gewähnt haben. Das ist der Gedanke nur hier. Wenn du denn nicht wirst ohne Hand, dann wirst du nicht gewähnt. Du wirst spielen, du wirst verletzt worden. Trag dir die ganze an, damit du wirst gewähnt haben. Aber dann, dass du wirst bestimmt haben und gewähnt haben, gehen wird. Gehen wird. Und jetzt der Schwerpunkt von der von der ersten Port an dieser ersten Predigt. Gehen die listige Kunstgriffen des Teufels, sagt Schlachterbibel. Schlachterbibel sagt listige Kunstgriffen. Kunst, das ist ein Ding, was wir gecancelt haben, ja? Und der sucht und der cancelt am dort, wo er die angerieben wird. In Krieg der Port, sagt Paulus, trägt ihr die Waffenrüstung an, und du wirst kennen, bestun gehen das. Luther Bibel sagt, ich habe durch die listige Anläufe, der Elberfelder schreibt, sagt, haftet bloß ein Wort listen, mit last, den Sultan seine last. Trag dir die Waffenrüstung Gottes an, und du wirst gehen, die last von dem Sultan kennen. Das griechische Wort, was hier steht, für Kunstgriffen oder für last, das Methodeia, wovon wir uns hochdeutsches Wort haben, Methoden. Ich weiß nicht, wem von Ihnen das Wort bekannt ist. Vielleicht ist das dort noch ein Fram, das Wort. Methoden. Was ist eine Methode? Ich wollte das einmal, ich mal im positiven Sinne erklären. Was eine Methode ist. In der Luther, wo wir sagen, dass Satan das im sehr negativen Sinne unwarnen wird, brücken wird. Eine Methode ist, einmal, mit wieder erklärt, ist dort der Weg von einem Ding down. Das ist eine Methode. Positiv erklärt. Wovon die Methoden brücken die, um die Kinder zu abzutragen? Und wo können die Methoden verbessern, um die Kinder abzutragen? Wo tun die das, die Eltern? Ich weiß, wo wir das tun. Und ich weiß dort, dass die Methoden, die wir anwenden, an der Abtreibung von den Kindern, das kann nicht dasselbe sein von einem Kind, aber das andere Kind. Wenn die Kinder sind so verschieden. Er macht ein Kind ein Ding tun und ein anderes Kind ein anderes Ding tun. Aber wo wollt ich, wo ich brücken soll? Welche Methoden soll ich anwenden, um meine Kinder zu das Gute zu reizen, dass ich die, wo ich werden kann für Christus? Weil ich beobachte. Ich schicke, wenn ich ein Ding und ein Kind eine Strophe, dann schicke, was schafft das? Und wie regiert das Kind ab dort? Dann einmal wollte ich einfach, das Kind schafft das nicht, was mich für ein anderes Kind geschafft hat. Mag mir, was Methoden sind. Methoden ist ein Weg von einem Ding tun. Das, wo wir Eltern unsere Kinder abtreiben. So tun, dass das selbst gedenkt, am negativer war ich. Und die cancelt rein immer am das. Wir Eltern, wir machen noch am das canceln, damit wir unsere Kinder für das Gute geben. Und so tun cancelt rein immer am das, um die Union zu bringen. Und das sieht nur die beste Methoden, was er was fängt, um die unterzugreifen. Und so tun chant die. Eine fähige Predigt, die ich gehört von wo wer ist schuld an meine Versägung? Da habe ich das ähnlich als klar gestellt, dass die meisten Sünden, womit wir versorgt wurden, die kommen aus unserem Hort raus. So ist Matthäus 9,
18, 15, 18, 19, ich sehe mir den falschen nicht ganz sicher, sage ich, dass du uit dem Hort tempte Sinn rüht. All day schlage ich die Gedanken an einem Fleisch, dort wohnt du ben. Und das wird Satan kriegt, wenn er den Andy wohnt, wird es dort verschieden von mir bei dir. Dort nicht von allen Menschen überein. Den wird mir versiegen, den die vielleicht gleich. Und den wird die versiegen, den du tust mich nicht an. Bollert mir rein, rechne ich. Weil es wird Satan weitet. Und der wird chancellen am die. Und der wird deine Versiegung verführen, du nur aus wird deine Schwachheiten sein. Und Satan hat die noch von clean on beobachtet, von Kind an in der Welt wohnt deine Schwachheiten sein, wohnt die Dinge sein, wo die Last abweichen der Tür sind. Willst du dann, was Satan andere Dinge versiegen zu bringen, um die zu manipulieren, um das an die verweicht zu bringen, dass du was voll, dass du was verletzt worden in den Sinn? Ich sehe das, wenn eine Ferienbotschaft voll, ich möchte das noch einmal sagen. Ich glaube nicht, dass Satan deine Gedanken lesen kann. Ich glaube nicht. Bitte, du bist vom Suchen besehen, dann jo. Satan kann den Menschen ihre Gedanken lesen in Kontrollen, die vom Beuser Jesus besehen sind. Wenn du nicht von dem Beuser Jesus besehen bist, das Einzige, was Satan denkt, kann er die hohe Nerv beobachten, checken. Wo fällt der nü? Wo jährt der nü? Wenn er das bejährt, wird, wo regiert der in Satan, wird über dem Ziemlichkeit Nerv. Du hast Trouble mit Stolz, du hast Trouble mit Bitterness, du bist vielleicht eine Person, die vielleicht selbst bejummert, verschiedene Dinge, all diese Dinge, die an anderen Fleisch sagen, mit dir. Wo kommt diese Dinge her? Die habe ich mitgeboren. Johannes 3 sagt uns, wird vom Fleisch geboren, wird als Fleisch, in dem Sinn, wird Fleisch als Sinnhof, und in dem Fleisch als nicht, wird geudet, sagt Paulus. Paulus sagt auch in Römer Kapitel 7, ich weiß dort, dort an mein Fleisch nicht geudet ist. Und dort wird Satan auch. Und das Chante, sei ein Fan, der wird krank, wenn deine Schwachheiten sind. Und ab da steht, wird er dir auch Versicherungen über Deel bringen, an der Tür warst, ungegriffen worden. Merkt wer, kriegt das Wort, was wir hier lesen, Kunstgriffen, ütgecancelt. Satan hat Methoden von, woher die ungegriffen worden. Satan weiß, dass du ein Fühler bist, dass du ein Stolter bist, dass du ein verbesserter Mensch bist. Jugend, Satan weiß, dass du zu deinem gleichen. Satan weiß, dass du zu träumen gleichen, die Leute an diesen Partner und an ihren Partner nennen. Und die wollten, dass sie dort schon geht. Und wenn sie mit Tod leben, wie sie dann anwarnen, zum sie anreden. Diese kleine, schwarze Dinge. Und wenn ich hier so am Internet bin, hier sind ohne Linie, hier sind Tausende und Millionen Menschen, die dem Satan ganz handgegeben sind. Durch ihre Gedanken, in deuer Mind kann er kontrollieren, der kann er manipulieren, kriegt es heute wel. Und jetzt wird man dort weit, dass das deine Schwachheit ist, dass du träumst und du grabelst über das nur. Von wo wird der Fehl rückkommen? Aus deinem Fund wird der Fehl rückkommen, der wird dich angreifen, der wird dich entscheiden. Das ist nicht bloß für Jugend. Das trägt bei deinen Hirsch zu beginnen, ganz bedarf, klick da. Satan weit, der beobachtet uns. Weißt du, was even ich, wenn ich den Phone nehmen, ich würde ein Historial durchschicken, dann würde ich meistens wissen, was dich interessiert. Wie viel Beta Satan? Der beobachtet. Hast du noch von dem ersten Tag, wo du den Phone hast, hast du das beobachtet und hast gekriegt, was interessiert dich? Dann hast du ein Bild gemacht. Und dann wird er Menschen brücken, die ihn manipulieren können, die über die Kontrolle von diesen Menschen, die wollen die angreifen. Er hat eben noch. Denken wir mal an Stolz. Wo viele Menschen haben diese Neigung, in der Schande zu sein, ich sehe auch einer von denen, der dort geboren ist, und Gott hat mir in meinem Leben mal gründlich den nächsten Duel gekillt wegen Stolz. Sehe ich auch so dankbar für. Aber ich sage, dass mehr Menschen das einfach mitgeboren haben. Wie handelt du Ben? Nehmen wir einmal, dann wird uns eine Gelegenheit gegeben, wo wir uns mal ein bisschen bewiesen haben, ah, sie, das habe ich getan, ja? Und wir fallen uns ganz brav. Satan obachte nur. Und Satan wird versiegen, andere Menschen, die er brücken kann.
die im Wahrheit die Stauung, die wirst nicht leer in den Tieren, wo du vielleicht mal irgendwo denken, du hast einen Segen Gottes. In der Wirklichkeit wird das vielleicht ein Ding, wo der Satan übt die Arbeit hat für die, dass du wirst die leer in den Tieren, die den Eisenbund noch ein bisschen enger töten bringen. Und wir denken vielleicht, das ist vielleicht alles ein Segen Gottes. Satan cancelt an ihn, der beobachtet ihn ständig, der kickt, wer sei, wo sind seine Schwachheiten. Und Menschen, die hier brücken kommen, die wollen an deine Wege kommen, die wollen die zum Trouble werden. Wenn ich an das denke, da wollte ich, dass wir ein Trouble haben, wo von der ersten Tag viele, viele Christen verlassen sind. Wir können sagen, die haben eine Fehl irgendwo am Erfleisch stecken von Sutton, ne? Die Sutton geschmeten haben. Und Hinsicht haben von den Geldsachen. Weil die Bibel, die lehrt uns viel, viel, wie wir sollen mit Geldsachen umgehen. Aber wir haben das Schwert des Geistes. Ein von diesen Waffenrüstungen haben wir hier in Luten. Und viele Christen merken sich nicht Sorgen über, was sage ich, die Bibel über Geldsachen. Und Satan weiß, krank, wo soll er die Geld interessieren? Dort? Du hast dir vielleicht nicht über gedacht, dass du die Lehren hätten, die oben die Dieren, wo sich die beiden dort beim Schacher zu drehen oder bei Geld lehren oder was immer das. Dort ist vielleicht ein Ding, wie wird Satan die Aufmerken dort am ne Schling zu catchen. Und ich denke, von der wollen wir trägen da, und dann soll wir dort. Dort viele Menschen sind an diesen Schlägen angefallen, wegen der Krise sind die Geldsachen dann schwierig geworden. Wo kommt das her? Die Waffenrüstung wird nicht durch. Dort schwert das Schwert des Geistes wird nicht durch. Man brückt dort gar nicht, man schämmert sich gar nicht am dort. Und dann sind die Menschen, die Satan brücken konnten, die wollen, kommen die an die Wehe hinein, und die haben die versorgt. Genau, da kommen die Feststellung, einer oder andere von ihnen sagt, der will eher nur, nehmt ihr das bloß alle im Kopf rüber, oder wirklich kommen so eine Gedanken, ist das her. Ich nehme das nicht in meinem Kopf rüber, ich nehme das in der Bibel rüber, ich nehme das in Gottes Wort. Lass uns mal nur erste Könige blättern. Omdat je dit één werkelijk kon stoptreden, dan fehlt het dat je in eerste koningin vielleicht mal dat ganze Support van Ahab zijn geschichte wilde durchlesen, wat eigenlijk al een nou, ik kan me dat nu niet moeilijk maken, een woonkapitel dat afhangt, maar Ahab zijn geschichte fangt wat hier zo am 21. Kapitel an. Ahab, seine Geschichte in 1. Könige ist ein langes Ding. Wir wollen nicht mal einmal klein besser, ich will was das Ding sein, wir wollen was falsch lesen, aber was uns titelig wollen, dass das ist der Schofen hat. Ahab, ich will am Anfang sagen, Ahab wird ein König von Israel, und Israel hat zu dieser Zeit zwei Könige. Weil, wie nennen hat Israel und Juda? All die, was der Bibel soll, ihr wissen, nicht erst hat all bekannt, dass Israel eine mehr Geduld wird. Israel war zu einer Zeit zu zwei Königreichen, sie hatten zwei Könige, einen nur den anderen Sieden. Und Ahab wird der König vom Norden. Ahab, heu wir in so ein gottloser König, heu dort so der Aufgärter, dem Baal, der so ein Dein hat, viele falsche Propheten von dort. Und bezieht all das Aufgärter, was Ahab trieb, und dort noch ein Ding, heu Leute mit einmal ein Aschelchen Mond anbringen. Er mögt den dort. Das wird Naboth. Wo wir mögen diesen Mond dort, weil das Naboth, der hat einen Acker. Ich bin bis im Palast. Und die haben die Anker, diesen Acker, und er wollte den aufkäupen. Der sagt, nein, ich kann dir das nicht verkäupen, dort ist ein Aufgaut. Und Mose gesagt, du, dann kann ich dir nicht verkäupen. Das ist bloß das Gesatz Gottes. Der lobt mir das nicht. Und dann dort seine Früh, mögen diesen Naboth dort. Und dann ihn häusig diesen Acker tell. Und dann mögen sie ihn Grünsgarten, was er wohl merken. Und dann kommt der Prophet, Elia, amend jenen, und sagte Ahab, was man am passieren wird. Nun werden wir lesen. 1. Könige 21, Vers 17. 1. Könige 21, Vers 17. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen: Mache dich auf und gehe nach Ahab entgegen, dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr, hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige.
Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach: Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Jetzt wird gerecht, was Elia zu Ahab sieht, was passieren wird. Elia sieht den Eck, wo die Utruden, Mündige und Unmündige, Kinder, frühes Mana, die von denen, die rennen alles Utruden worden, die Familie, die ganz deutlich gemerkt worden. Dann haben wir hier wieder lesen, dann wird Ahab Angst, er wird gerecht. Dann dort er Buße. Dann sieht Gott, okay, willst du Buße tun, das wird gerecht. War ich nehme von dir, und das wird passieren in der Zeit, wo du nicht mehr erleben das. Aber das muss passieren. Aber seine Familie muss ausgerottet werden. Aber ein Ding, ein Port von dem Reich wird nicht abgenommen. Elia hat gesagt, ob da steht, wo du den Naboth hast, und dort merken, wo die Hunde, den sie im Blut gelegt haben, du sollst die Hunde, die im Blut legen. Und das muss nicht passieren. Und wo entwickelt sich das wieder? Wenn die diese Geschichte wollen wieder lesen, wo ihr krank sein, wo sich das entwickeln wird. Da ist nun ein Krieg, kam ein Krieg ab. Ahab, er hat einen Krieg mit den Überlauten, mit den Arameer, der hat arm eine Stadt wahrgenommen. Und Ahab will diese Stadt kämpfen. Und dann sage ich, dass das in unserem Partner, in unserem König vom Süden, von Judah, Josef hat, der wird der König von Dur, sage ich, dass er, hey, du, halt mich, wer wir Krieg führen hier in dieser Stadt. Und das König von Judah, da wird ein Gottesfürchter. Ahab wird ein Balsten, Götzendiener. Der von Judah wird ein Gottesfürchter König, Josef hat. Und Josaphat sagt, ja, ich hab die, und das ist stopp, dann sagt Josaphat, Opa, wo wing, wo bin ich Gott, ich schmule Rotfrau, und sehr wie überhebe im Krieg gut. Okay, Ahab sagt, ja, wer will Frau, wer will Gott eine Rotfrau, und Ahab holt all seine Propheten an, 500 Stück. Und deshalb, der Lehrer von diesen Propheten, ganz mutig, hat sich Israel hineingemerkt, und wie ist denn immer ganz praktisch, so und so, wo ihr die Arameer gewinnt. Und Josaphat beobachtet, er sagt, das ist irgendwo, mit diesem Balspriester, hier ist irgendwo, wo nicht in Ordnung ist, hier stimmt irgendwo nicht. Josaphat sagte Ahab, hast du euch irgendwo noch ein Prophet Gottes? Und sag ich Ahab, ja, du hast einer, Micha hast du, aber ich hasse dem, der sag ich mir bloß das Böse, der sag ich mir nicht gut. Merkt mir, was Ahab seine Schwachheit wie, merkt ihr das? Ahab seine Schwachheit wie, er will sich von der Predigerin, der Redner, die Uhren chitteln lassen, er will bloß dort hier, wo er maglich wird. Der Wahrheit wie am Glückaltig. Aber wenn du sein, gut und positiv reden, dort wie am Ohr nehmen. Und Josaphat fragt, hast du einen Prophet? Und Ahab sagt, das sage ich mir bloß böse. Aber er lässt sich aber reden. Er wird Micha geholt. Und als Micha noch Ahab kommt, dann sage ich Micha den Ahab dort, du wirst an diesen Krieg kommen. Du wirst gut. Und du wirst an diesen Krieg, von diesem Krieg nicht lebendig zurückkommen. Du wirst an diesen Krieg ankommen. Gut, dann könnt ihr, wenn ihr auch sagen, ah, du weißt, ihr kriegt, was passieren bleibt, bist du es, nicht? Hier kommt nun Satan seine Macht dahinter. Um Ahab zu bezäbren, dort haben wir ihn im Krieg gehen. Wie werden wir lesen? König, 1. Könige 22, Vers 19, fang du an zu lesen. Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Einmal ein bisschen Erklärung über diesen Vers. Micha sagt, Micha hat eine Vision gehört. Micha sieht, was eine jester Welt für sich geht. Micha sieht, er sagt den Herrn auf seinem Thron sitzen und dann hat das ganze Himmel her. Weißt du, wenn ihr von dem ganzen Himmel her dreht, dann meint das böse Gäste auch die Engel, Engel Gottes, die werden da ran. Vielleicht frage ich, okay, kennen die böse Gäste immer noch vor Gott kommen? Ja, wir lesen in der Offenbarung, dass Satan und von den mischen Dingen, was er dort ist, vor Gott tun und mir in die zu verklären. Er hat noch Zutritt bei Gott. Er kann das sein. Nun ist es so beschrieben, dass von Gott in einem Meeting hat. In dem ganzen Himmel her ist der Raum. Micha sitzt, lese wieder, Vers 20. Und der Herr sprach, nun redet Gott zu diesem, wer will Ahab betören, dass er den Hof zieht und nach Ramoth in Gilead fällt? Wer will Ahab besäbren, dass er in den Krieg gehen und dort wird ankommen?
Mark, wenn Gott merkt, die Böse gestern ungebaut. Wenn Gott heute Ahab das Gerechte sagt, du hast gesündigt, du hast notwendig gesündigt, und ich war die an den Tischlohn anbringen. Das wird die Strafe, was Ahab kriegt. Hey, wisst ihr, wir sind hier, könnt ihr hier nicht bloß drin bleiben. Aber weil, können wir hier nicht nennen. Da ich diese Böse mache. Und Gott sagte, diese Böse macht, wer will Ahab besäbre? Lese Moment wieder. Und einer sagte dies, der andere das. Kommt der Böse jetzt für Gott? Einer sagt dort, einer merkt dort ungebaut. Und scheinbar, alles ist nicht gut. Aber dann lese Vers 21 wieder. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor dem Herrn und sprach, ich will ihn betören. Nun ist doch einer, ein besonderer. Das sind sich wieder beschrieben. Ich wieder aus dieser Camp für Gott und sagt, ich wollte tun. Was sagt Gott? Gott stellt dir schon mal eine Frau. Womit? Womit wirst du ihn betören? Das war der Jesus ja für die Antwort. Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Mag Gott hier fährt. Ich sehe die Schwutte in der Böse Jester. Die beobachten uns, die kicken unsere Schwachheit. Und Gott jaft, lad in Ahab, der du glückältig sind, weil Gott lad den mal los, dass der Böse macht, mit dem tun kann, was er will. Und Gott sagt, wer will? Einer sagt dort, andere sagt dort, wir nicht euch nehmen. Aber einmal musst du einer machen, der kann den. Der sagt, Aqua. Gott fragt, wo wirst du tun? Aqua, nur den sie in den Propheten gehen. Weil diese Propheten, du kannst ihn nehmen. Das wird ein aufgehalter Propheten. Das wird ein Propheten, der sich dem Sultan Steins Hand gegeben hat. Da er meinen, da er denken, können wir kontrollieren. Dann sage ich das bei der Jesus, ich war an den in den Propheten nennen gehen. Du, wo ich in Lehen jetzt sind, ich war Lehen. Dann sage ich Gott, die wurde gelingt. Das, in das Jesus hier abtreten, der sagt, ich kam fern, sage ich, ich war den betören. Wo wegen wir sich so sagen, ich war das kennen, ich war das tun. Heu hat Ahab betracht. Er weiß, wer Ahab wird. Er weiß dort, dass Ahab Leute sich wahrlich irgendwo in den Uhren reden, was unmöglich wird, wenn er bloß nicht die Wahrheit muss hier. Und Gott sagt, du wirst es tun. Er ging nicht dort. Wenn wir den Krieg wieder wollen lesen, die Geschichte von Ahab wieder durchlesen, wie so ein Krieg so. Ahab wusste, die Wahrheit ganz genau. Der Prophet Micha hat ihm gesagt, du wirst in den Krieg gehen, die wollen die dort mehr. Und er wollte danach von falschen Propheten überredet. Er ging und er kam in diesen Krieg an. Einmal drehen wir Epheser gehen. Epheser saß. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffen des Teufels. Merkt ihr, das ist die Kinsel von Gott, von Satan. Von Satan, die eine böse Macht, die beobachten uns, die wollten, was unsere Schwachheiten sind. Und die kann die. Und jetzt nicht bloß nur das Old Testament, das ist eine Apostelgeschichte. Nein, Tien, der Schäfchen, der Schäfchen, weil ich habe, ich soll meine Titel hier, weil ich kann auch nicht alles lesen. Aber das ist auch ein Ereignis, wo weste Menschen proben, böse Geister auszutreiben. Und das wird eigentlich nicht arg. Das wird ein Priester sehen, wo das versagten zu tun. Versuchen, böse Geister auszutreiben. Und wenn es an eine Person nun kommt, die sie den bösen Geister sehen, auszutreiben, was läuft, wie sagt das böse Geist von dieser Person zu diesem Menschen? So sagen sie, wenn ich diese Versuchten auszutreiben, dann Jesus sie nehmen. Und dann antwortet der böse Geist über diese Person und sagt, ja, Jesus kann wie, und von Paulus weit wie auch, aber wer ist er hier? Und dort hätte sie nicht keiner wie euch dort. Dort wird eine Antwort, wer glaubt ihr ihn zu sein? Jesus kann euch, Paulus kann euch. Aber wer glaubt ihr ihn zu sein? Wir wollen ständig beobachtet, was auf alle Einzelheiten nur von dieser bösen Macht der Romans ist. Und die hören diese Predigt hier von der an. Und die wollen die in die Uhren schicken und beobachten, wo klappt dein Wort ab Gott sein Wort. Und wenn du nicht reut, dass Gott sein Wort unternehmen, nicht reut, dass zu glauben, das Schild des Glaubens. Sie bloß reut ab dort, dort die wollen fehlen schmieden. Der einzige Weg, uns gegen diese Dame düstere Macht zu raten, dort als ein Christus zu sein, und gegen dort zu kämpfen und zu gewähren, dort bedeutet diese ganze Waffenrüstung unterzutragen. Alles.
lud nicht Peter Wiestüs, lud nicht die Schultüs, tragt ihre Ohren, lud nicht den Helmtüs, lud nicht den Schwertüs, ha Äuvung mit den Schwert. Willst du diese Dinge nicht versprochen in Äuven, das Satan, das Feinde, was die beobachten, in die wirst verlatzt worden. Letztendlich deutet er an Äuvung gehört, und die wollen sich dann an die Kämmeren, die fliehen. Nur wer wie du wenig auf Gieren down. Ich wünsche, das würde eine Anspornung geworden.